Hallo Klickenabendler, wir sind auf der Spielwarenmesse 2024 in Nürnberg bei Game Factory. Neben ist der Lukas. Hallo Lukas. Hi, servus. Jeder, der Kinder zu Hause hat, ich selbst habe eine Tochter und einen Sohn, weiß, vor allem der Sohn, aber auch die Kleine, die stehen sehr auf Dinos. Und deswegen sind immer natürlich Kinder- und Familienspiele mit Dinos ein wahres Highlight und so viel gibt es davon gar nicht, wie man denkt. Ihr habt auch eine Neuheit, die heißt Mixosaurus. Ganz genau, Mixosaurus ist ein schönes Geschicklichkeitsspiel mit einem leichten taktischen Kniff. Wir sind Paläontologen und haben eine tolle Ausgrabungsstätte gefunden mit Dinosaurierknochen. Ja. Und diese Dinosaurierknochen wollen natürlich ausgegraben werden und später auch ausgestellt werden in unserem Museum. Wir müssen allerdings aufpassen, denn diese Ausgrabungsstätte ist einsturzgefährdet. Man sieht hier, die erste Stelle ist eingestürzt, die bauen wir doch einfach mal schnell wieder auf. Und so müssen wir sehr vorsichtig mit dieser Zange oder Pinzette versuchen, die Teile aus der Ausgrabungsstätte zu bergen. Sollte ein Turm umfallen oder ein Teilchen runterfallen, ist der Versuch zu Ende. Das bedeutet, der nächste Spieler ist dran und darf sein Glück versuchen. Wenn ich dann Teile gesammelt habe im Laufe des Spiels, darf ich dann meine Dinosaurier zusammensetzen, wie zum Beispiel hier. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie ein Dinosaurier aussehen kann. In dem Fall ist es ein sogenannter Mixosaurus, ja, weil alle Teilchen, die da dran verbaut sind, farblich nicht übereinstimmen. Das heißt, wir haben hier immer so Markierungen, die sagen, welche Knochen zusammengehören. Daher der Mixosaurus. Der gibt am Ende des Spiels einfach etwas weniger Punkte, ist aber trotzdem noch immer sehr gut. Sollten wir es schaffen, einen reinen Dinosaurier zu bauen, bekommen wir natürlich die 10 Punkte und können den stolz in unserem Museum präsentieren. Während des Spiels können wir noch Auftragsplättchen bearbeiten und sammeln und damit extra Punkte gewinnen. Und auch je nachdem, welches Teil man rauszieht, gibt es hin und wieder coole Sonderaktionen, die man machen kann, wie zum Beispiel das Teil mit einem Mitspieler tauschen oder spielt es dann eben in die Auftragsplättchen aus. Genau. Das heißt, wir haben ein sehr schönes Geschicklichkeitsspiel mit einem tollen Aufbau, mit einem gewissen taktischen Kniff für die ganze Familie. Jeder Mitspieler baut dann einen Dinosaurier auf oder kann man mehrere Dinosaurier bauen? Man kann so viele aufbauen, wie man möchte. Das Spiel endet, sobald 5 gebaut wurden. Das heißt, das ist sozusagen die Endbedingung damit, womit das Spiel endet. Und die Beine muss man auch hier rausziehen? Man zieht alles raus, also Gliedmaßen, Schwänze und den Kopf. Jeder Dino besteht aus 2 Gliedmaßen, einem Kopf und einem Schwanz. Ja, und je nachdem, wie man es mixt, entsteht halt der Mixosaurus. Die spielerische Art, also hier auf archäologische Art, Indiana Jones-Style Dinosaurier zu finden? So im Prinzip, ja.